Heute gibt es Klausurenphase, Tipps und die beste Lernvorbereitung für die Oberstufe. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur. Und jetzt geht ja so langsam, ist ja bei den Bundesländern immer unterschiedlich, aber so langsam geht ja wirklich immer mehr die ganze Klausurenphase los. Was ja da schlägt mein Herz persönlich ein bisschen höher, euer ist vielleicht vor Aufregung auch, aber für mich natürlich vor allem deswegen, weil wir da genau zu meinen absoluten Leidenschaftsthemen kommen, wie Produktivität, wie kann ich auch in der Prüfung wirklich sehr, sehr gut performen. Und dazu werden jetzt sehr, 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 sehr viele Videos folgen. Wenn ihr euch da wirklich konkretere Dinge, vielleicht auch für die jeweiligen Fächer wünscht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, und jetzt starten wir direkt in die Tipps rein. Erstens, mach dir einen Gameplan. Was meine ich damit? Such dir bitte unbedingt, das habe ich durch mein Fernstudium mittlerweile so, so stark gelernt, such dir unbedingt im Voraus alle Klausurentermine zusammen. Habt die wirklich am Start. Lass dir die von deinen Mitschülern geben, von dem Lehrer am Stundenplan. Schwarzen Brett hängt das ja auch meistens. Hol dir die sofort alle und sag nicht nur, oh ja, es ist ja erst nächsten Donnerstag die Klausur, mach ich mal die und dann schaue ich weiter. Hol dir sofort alle zusammen und dann mach dir unbedingt einen linearen, nicht, es ist kein richtiger Lernplan, aber es ist einfach, ich nenne es einfach Gameplan. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Genau. Das bedeutet, du hast im Prinzip einfach hier die einzelnen Tage, da könnt ihr halt auch das Datum hinschreiben, und dann schreibst du beispielsweise ein, okay, hier habe ich Mathe, hier habe ich Deutsch, hier habe ich Englisch, da habe ich Bio, whatever. Und dann hier hast du nach unten eben einfach noch die Zeit. Das bedeutet, deine ganzen Stunden halt, die wäre halt 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, da, da, da. Und da musst du es gar nicht übertreiben, okay? Du musst gar nicht übertreiben mit detailliert planen, da bin ich überhaupt kein Fan davon. Sondern es geht vielmehr darum, dass du dir das einfach mal anlegst und aufschreibst, okay, wie viele Stunden und wie viele Tage brauche ich für Mathe? Wie viele Tage und Stunden brauche ich für Deutsch? Und so weiter. Und dann, dass du dir das im Prinzip schon so ein bisschen mal grob eingliederst, dass du sagst, okay, beispielsweise vor Mathe muss ich wirklich nur Mathe lernen, weil danach kommt Deutsch und dafür muss ich nicht so viel lernen. Beispielsweise. Wenn du aber beispielsweise Mathe hast und dann zwei Tage danach direkt Bio, dann musst du natürlich das ein bisschen komprimieren. Dann wirst du schon merken, okay, vor Mathe muss ich sowohl Bio als auch Mathe lernen. Einfach, dass du das ein bisschen drauf hast und dann bitte eben auch so eine lineare Darstellung verwenden, also dass alles in einer Reihe ist und nicht wie bei den meisten anderen Kalendern, das ist halt eine Woche, zweite Woche, dritte Woche, weil so um die Ecke denken, das kann unser Gehirn nicht wirklich, und es ist einfach in der Klausurenphase extrem wichtig, wenn du so einen Gameplan machst, dass du da auch visuell sehr, sehr stark verstehst, okay, was dauert wie lange und was ist wie viel Aufwand, dass du dich da nicht irgendwie verschätzt. Zweitens, entwickle für jedes Fach eine Lernstrategie. Und da empfehle ich dir natürlich die AA-Methode, die habe ich ja so schon mal vorgestellt. Video findest du rechts oben im i. Schau dir die bitte, bitte unbedingt nochmal ausführlich nach diesem Video an. Ist im i gespeichert, kannst du nach dem Video einfach aufs i drücken und dann das Ganze dir noch anschauen, weil das ist eben wirklich extrem wichtig. Ich werde es jetzt aber trotzdem nochmal komprimiert erklären, weil auch ich ja, das ist ja nicht einfach irgendeine Sache, die du einfach mal kurz sagst und dann bam, das sind die drei Schritte und so ist es dann auf Ewigkeiten, sondern ich will das ja konstant weiterentwickeln, auch unter anderem mit euch. Und deswegen nochmal ganz komprimiert, auch für die Leute, die es schon gesehen haben, nochmal sehr, sehr wichtig jetzt. Es gibt genau 4 Schritte, habe ich realisiert. Es sind genau 4 Schritte, die die AA-Methode ausmacht. Erstens, der Abruf. Abruf der Information. Das bedeutet, weil das wird bei allen so stark unterschätzt. Der Abruf der Information trägt unfassbar stark dazu bei, dass diese Informationen abgespeichert werden. Das bedeutet, es gab beispielsweise eine Studie, habe ich in meinem letzten Semester im Psychologiestudium lernen dürfen. Wenn du beispielsweise, du hast einfach irgendeinen Text oder du hast Text und sollst dir Informationen merken. Dann haben sie 2 Gruppen gemacht. Die eine Gruppe sollte den Text 4-mal durchlesen. Die andere Gruppe sollte den Text einmal durchlesen und dann anstatt noch weitere 3 Male den nochmal durchzulesen, 3-mal wiedergeben, was sie dachten, was in dem Text war. Das bedeutet, sie haben es nur einmal lesen dürfen und sollten dann zu versuchen, es ging um das, ging um das, ging um das und so weiter. Und 5 Minuten, nachdem beide Gruppen das gemacht hatten, war die Gruppe, die das 4-mal durchgelesen hat, besser. Ist ja irgendwie logisch, weil die hat natürlich viel mehr Möglichkeiten, das sich nochmal durchzulesen. Aber schon nach einer Woche war die Gruppe, die es nur einmal durchgelesen hat und dafür 3-mal abgerufen hat, um 50% besser. Deswegen unbedingt, Abruf der Information ist eine der unterschätztesten Dinge aktuell, weil alle sagen nur, wiederholen und möglichst effektiv und Zeitmanagement, bam.
Nein, du musst die Information noch abrufen, weil das löst dann, weil es zum einen genau die Sache, die du auch in der Prüfung machen musst, und zum anderen löst auch in deinem Kopf genau die Dinge aus, die halt anstrengend sind. Und deswegen machen wir es auch gleich als allerersten Schritt. Wir machen nicht erst Wiederholungen und sonst irgendwas, sondern gleich am Anfang Abruf. Das bedeutet, du hast beispielsweise dein Lernstoff, deine Lernmaterialien, die du jetzt in den vergangenen Stunden ja immer wieder besprochen hast. Und bevor du irgendwas machst, der allererste Schritt in deiner Lernvorbereitung sollte sein, dass du dich hinsetzt und dir entweder selbst versuchst zu erzählen, was dir alles gemacht hat, oder noch besser sogar, du schreibst dir alles auf, weil das fordert dich dann richtig heraus. Der zweite Schritt ist dann, weil du vielleicht nach der Abfrage, nach dem ganzen Abruf der Informationen denken wirst, oh shit, vielleicht kann ich doch alles nicht ganz so gut, dass du alles nochmal wiederholst. Das ist auch sehr, 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 sehr sinnvoll. Weil, wenn du das Ganze wiederholst, du schaust dir einfach deine Hefteinträge zusammen. Im ersten Schritt sollst du erstmal das ganze Material zusammensammeln. Du liest vielleicht deine, alles, was ich im Unterricht aufgeschrieben habe, durch. Du liest dir die Sachen im Buch durch. Einfach, dass du ein Gefühl hast, okay, hier sind alle Informationen, ich kann das. Weil oft haben Leute, wenn sie halt noch nicht so gut sind in einem Fach und dann erst die Informationen abrufen zu versuchen, merken sie, shit, ich kann ja fast gar nichts. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich meine, klar, ist ein positiver Druck, aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass du die Sachen erstmal nur wieder wiederholst, um sie im Kopf drin zu haben. Dann der dritte Schritt, komprimieren. Das bedeutet, aus den Materialien, die du einfach vom Lehrer bekommen hast, ja im Prinzip, machst du deine eigene Zusammenfassung. Das ist unfassbar wichtig, weil zum einen wird der Lernstoff dadurch viel, viel weniger, super, super wichtig, und zweitens, du musst selbst damit arbeiten. Das bedeutet, diese Zusammenfassung bitte nicht wieder genau die gleichen Formulierungen, wie sie im Buch sind oder wie die der Lehrer aufgeschrieben hat, sondern wirklich in deinen eigenen Sachen. Ich würde dir sogar empfehlen, das Ganze möglichst visuell zu gestalten und viele Striche, Verbindungen, Zusammenhänge und so weiter darzustellen, weil wenn du das schaffst, dann hast du es wirklich verstanden. Es gibt die Theorie der Verarbeitungstiefe, die ganz einfach besagt, dass je tiefer wir den Stoff verarbeiten, also je mehr du dich wirklich da reinfuchsen musst, desto mehr merkst du ihn dir. Und es ist auch einfach Fakt. Deswegen mach das unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und der vierte Schritt ist dann noch das Aufnehmen. Und mit Aufnehmen meine ich, dass du dir einfach dein Handy nimmst, kannst dir auch so ein schickes Mikro wie ich hier holen, geht aber auch vollkommen ohne, klingt halt dann nur ein bisschen beschissener, ist aber zum Lernen vollkommen ausreichend. Und zwar nimmst du dir dann eben deine Zusammenfassung, die du ja im dritten Schritt gerade selbst zusammengefasst hast und erstellt hast, und liest die dir dann laut nochmal vor, während du das Ganze aufnimmst, und hörst das dann einfach die ganze Zeit nebenbei, weil dadurch, du machst die ganze Zeit so viele Dinge, wo du nicht lernen kannst, keine Ahnung, du isst, du fährst Fahrrad, du, keine Ahnung, trainierst, whatever. Und da kannst du die ganze Zeit die Sachen nochmal anhören. Und das Geilste ist jetzt aber, es ist nicht irgendeine Zusammenfassung oder irgendeine Vorlesung, sondern es ist genau das so geschrieben und dann auch noch so formuliert, wie du es am besten verstehst. Und so wirst du es dir extrem, extrem, extrem krass merken können. Drittens, passe die AA-Methode je Fach an. Und das ist jetzt nämlich super entscheidend, weil ich halte nichts davon, zu sagen, bam, das ist dir eine Lerntechnik und die gilt jetzt für alles. What the fuck? Wir sind in verschiedenen Fächern verschiedene Dinge abgefragt. Deswegen, ganz, 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 ganz entscheidend. Solltest deine Fächer im Prinzip erstmal eingliedern, und zwar in eine gewisse Skala oder Matrix oder ja, Spektrum. Spektrum trifft es eigentlich am besten. Und zwar, auf der einen Seite ist es mehr Logik- und Anwendungsbezogen, oder ist es mehr Wissen- und Wiedergabebezogen. Was meine ich damit? Hier in diesem Bereich kommt vor allem Mathe, Physik, Informatik. In diesem Bereich kommt mehr sowas wie Kunst, Geschichte, vielleicht auch Rallye auch sehr stark. Das heißt, da ist nicht so, da ist nicht eine wirkliche Logik drin, sondern es sind einfach Dinge passiert oder Künstler haben was sich so und so gedacht, und das musst du einfach lernen. Und in der Mitte ist dann sowas wie Geo, Wirtschaft und so weiter. Und je nachdem, wo sich dein jeweiliges Fach, was du eben lernen möchtest, ist ja eben für jedes Fach auch wieder unterschiedlich, sich auf diesem Spektrum befindet, dementsprechend musst du die AA-Methode anpassen. Das bedeutet, wenn du Fächer hast, die eher sehr anwendungsbezogen sind, wo es auch gar nicht so stark darum geht, möglichst viel auswendig zu können, sondern dann einfach eine gewisse Basis zu haben und die dann eben möglichst viel anwenden zu können, dann wird beispielsweise das Abrufen der Information viel, 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 viel wichtiger. Und mit Abrufen meine ich dann aber nicht, dass du aufsagst,
Das sind die verschiedenen Verfahren, weil das wäre nur wieder auswendig lernen, sondern das bedeutet wirklich, dass du Übungen machst. Das ist auch abrufende Information, dass du es wirklich anwendest. Das ist dann hier, das ist dann der erste Schritt der AA-Methode, viel, 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 viel wichtiger. Viel weniger wichtig wird dann beispielsweise der zweite Schritt, dass du die Sachen nochmal durchgehst. Klar, du solltest sie so oft durchgehen, dass du halt beispielsweise in Mathe halt die Grundverfahren kannst, um die dann anwenden zu können. Aber sobald du das hast, versuch noch die Verfahren so viel wie möglich anzuwenden, dass es möglichst automatisiert ist. Und auch zwei weiteren Schritten, das Komprimieren des Lernstoffs, macht am Anfang Sinn, um eben für den zweiten Schritt eine gute Zusammenfassung zu haben und den zu wiederholen. Aber auch sobald du da die Basis hast, du musst nicht mehr weiter komprimieren, sondern anwenden, anwenden, anwenden. Und der vierte Schritt mit dem Audioaufnehmen ist so in Mathe, Physik, Info vielleicht sowieso nicht so interessant. Ich würde es dir aber trotzdem empfehlen, einfach weil du dadurch, dass du es mal gemacht hast und dir immer wieder anhörst, dieses Anhören nimmt dir ja keine Zeit weg, weil die Dinge, die du neben dem Anhören machst, wirst du sowieso machen. Deswegen würde ich es auch in dem Fall machen, aber es ist nicht so wichtig. Wenn du auf der anderen Seite aber eben ein Fach hast, was eben viel mehr beim Spektrum Richtung Wissen und einfach ja Wiedergabe geht, also beispielsweise eben Kunst oder auch Rallye, einfach Sachen, Bio auch ein bisschen, einfach Sachen, wo du möglichst viel die Dinge dir durchlernen musst, dann auch vielleicht verstehen musst, aber dann vor allem sie wieder erklären musst. In diesem Fall wird auch der Abruf der Informationen viel wichtiger, also nicht viel wichtiger, aber etwas wichtiger, nicht ganz so krass wie bei den anwendungsbezogenen logischen Fächern, aber auch trotzdem sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, Abrufen wird aktuell komplett unterschätzt und dass du da aber dann nicht. Ja klar, Übungen machen auch, aber es ist kein richtiges Rechnen, ist ja logisch. Sondern du musst beispielsweise dir die Sachen selbst erklären. Feynman-Methode kennen ja viele von euch. Du solltest unbedingt Übungen im Buch machen, aber halt die im Biologiebuch logischerweise. Da ist es ja dann nichts mit Mathematisches, sondern halt mehr, okay, erklären Sie die Kombination der Biosynthese, was weiß ich. Ich hatte Bio in der Oberstufe nicht. Und dann auch, keine Ahnung, dass du es beispielsweise deinen Eltern erzählst, mit anderen darüber sprichst. Das ist super, super wertvoll. Das Wiederholen, also der zweite Schritt der AA-Methode, wird bei solchen Fächern wesentlich wichtiger. Viele sagen ja, ah, Wiederholen ist nicht so eine effiziente Lernmethode. Das stimmt schon, aber gerade um den Stoff überhaupt mal in deinen Kopf reinzubekommen, musst du es machen. Ganz, 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 ganz wichtig. Und dann ist aber eben wichtig, dass du auch die anderen Methoden, die im Prinzip ja die AA-Methode vereint, das wird dann so möglichst effizient. Dann der dritte Punkt, das im Prinzip das Komprimieren des Lernstoffs, ist in diesen Fächern im ersten Moment sehr wichtig, weil es unglaublich viele Dinge gibt, die vielleicht sowieso nicht abgefragt werden und die einfach nur den Stoff unfassbar in die Breite ziehen. Aber mach das auch nur bis zu einem gewissen Level. Bei den logischen Fächern, da musst du wirklich nur auf das absolut, absolut Nötigste reduzieren, damit du es wirklich krass verstehen kannst und dann möglichst viel damit arbeiten kannst und dann die verschiedenen Aufgabentypen checkst. Bei den wissensbezogenen Fächern, da ist wichtig, dass du es nur bis zu einem gewissen Punkt machst. Weil gerade wenn wir auch auf höhere Punktebereiche gehen wollen, 13, 14, 15, und du dann es zu stark komprimierst, wirst du einfach nur noch das Basiswissen haben und nicht mehr die Details vielleicht auch manchmal, die du eben wissen musst, um auch wirklich jede Frage beantworten zu können. Deswegen sei da sehr, sehr vorsichtig. Aber der vierte Schritt, also das Aufnehmen, beispielsweise einfach per Audio, das wird unfassbar wichtig bei den wissensbezogenen Fächern, weil es einfach darum geht, auch da sowohl es durchzulesen, wiederholen sehr wichtig, aber auch es immer wieder zu hören, möglichst viele Sinne anzusprechen, das immer und immer und immer wieder zu machen. Und dann kannst du eben so immer gut ausmitteln, was brauche ich gerade. Wie gesagt, Geo, Wirtschaft und so weiter ist so ein Mittelding. Und dann kannst du wirklich die AA-Methode nicht einfach so stur für jedes Fach durchziehen, weil das wird dir nicht den maximalen Erfolg bringen, sondern du balancierst wirklich so aus, wie es eben am sinnvollsten ist. Ein Ausnahmefall gibt es, und zwar Sprachen. Da kann man zwar auch viele Elemente von der AA-Methode übernehmen, aber ich würde sie nicht eins zu eins mit den vier Schritten so machen, weil so ist, dafür ist das Ganze nicht ausgelegt. Auf jeden Fall empfehlen ja sehr viele von euch die Birken-Bielen-Methode. Die werde ich auch auf jeden Fall mal noch vorstellen. Finde ich sehr interessant. Ansonsten habe ich auch schon zwei Videos dazu gemacht, wie du Sprachen besser lernen kannst. Findest du auch oben im i. Ist da abgespeichert, kannst du direkt nach diesem Video anschauen. Viertens, konkretisiere die Strategie für jedes Fach. Das bedeutet, nehmen wir beispielsweise Mathe an. Dann sagst du, in Mathe am allerersten Tag versuche ich mir erstmal selbst überhaupt einfach nur zu erzählen oder vielleicht auch die Verfahren aufzuzeichnen, was haben wir denn überhaupt gemacht. Simple as that. Im zweiten Schritt
dann eben, wenn es um das Wiederholen geht, dann guckst du dir einfach an, du sammelst deine Hefte, Bücher und so weiter, liest das einzeln durch, okay, was haben wir da gemacht? Dritter Schritt, wiederholen, nicht wiederholen, sondern komprimieren. Du guckst dir Sachen an, okay, das wird alles im Heft und im Buch ja zweimal erklärt, jedes Verfahren. Das heißt, du machst im Prinzip deine fusionierte Beschreibung auf möglichst, möglichst knappe Art und Weise, aber so, dass du noch damit arbeiten kannst. Und im vierten Schritt nimmst du dann eben diese Zusammenfassung auf. Und jetzt aber der entscheidende Punkt. Dann hast du ja im Prinzip die AA-Methode am ersten Tag schon einmal durchgemacht. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Die AA-Methode ist nicht was du einmal machst und dann bist du fertig für die Prüfung, sondern das wiederholst du immer, immer mehr. Und die wird im Prinzip immer besser, je mehr Durchgänge du machst. Weil du hast dann, es ist im Prinzip ja bei jedem Fach so, du guckst erstmal an und versuchst erstmal wiederzugeben im ersten Schritt, okay, was habe ich alles? Oder was haben wir gelernt? Dann schaust du dir an, was habe ich wirklich da? Im dritten Schritt versuchst du das zu reduzieren, um da dann einfach das Beste möglichst auch zu lernen, um auch damit zu arbeiten und es auf deine Art und Weise zu gestalten. Und dann im vierten Punkt bei der Audioaufnahme das immer wieder hören zu können. Aber da auch als wichtiger Punkt, unbedingt, habe ich noch gar nicht gesagt, unbedingt emotional aufladen. Das bedeutet, gerade wenn du sowas wie Bio hast oder irgendwas, wo es einfach viel Stoff ist und du vielleicht irgendwann keinen Bock mehr hast, versuch in dieser Aufnahme nicht zu sagen, ja, okay, dann geht da die Zelle darüber und dann entwickelt die sich so und so weiter. Sondern versuch das mal so zu erzählen, dass es übelst geil ist und boom, die Zelle explodiert. Weißt du, dass es einfach für dein Gehirn von Bedeutung ist. Super, super wichtig, dann wirst du dir wesentlich besser merken. Dann, wenn du aber das hast und dann eben in den zweiten Schritt gehst, dann wird es nämlich richtig spannend bei der AA-Methode, weil dann hast du ja im ersten Schritt wieder, du hast die vier Schritte durchgegangen und hast dann in der nächsten Lernsession beispielsweise, hast du im ersten Schritt ja wieder abrufen. Und da rufst du dann nicht wieder das, erzählst du dir nicht wieder das, was du dir beim ersten Mal erzählst, sondern du versuchst deine eigene Zusammenfassung, die du dir im vorherigen Durchgang aufgeschrieben hast, die abzurufen. Du kannst dir entweder wieder erzählen, noch besser ist immer, wenn du mal versuchst, die Zusammenfassung, die du entweder vor ein paar Stunden oder gestern schon selbst aufgeschrieben hast, die nochmal neu aufzuschreiben, ohne sie anzuschauen. Mega, mega geile Sache, weil so festigt sich's wirklich. Dann, zweiter Schritt, du wiederholst es. Dann wiederholst du aber nicht wieder alle Buch- und Hälfteneintrag und so weiter, sondern das vergisst du im Prinzip in dem Moment schon komplett, weil du hast ja schon deine eigene Zusammenfassung. Das heißt, du wiederholst dann die eigene Zusammenfassung. Dritter Schritt ist ja dann das Komprimieren. Da ist dann die Frage, ich habe doch Zusammenfassung schon, was soll ich jetzt komprimieren? Du komprimierst nochmal deine eigene Zusammenfassung, wenn das sinnvoll ist. Wenn es zu viele Punkte wegstreichen würde, dann nicht. Aber meistens, wenn wir das erste Mal eine Zusammenfassung erstellt haben, ist die schon ganz gut und wesentlich besser als Hefte und Buch und was weiß ich alles. Aber es ist noch nicht perfekt. Es ist noch nicht möglichst geil dargestellt auf eine möglichst einfache Art und Weise, so wie du es verstehst. Deswegen versuch da wieder mit dem Stoff zu arbeiten, noch tiefer reinzugehen, es noch besser zu verstehen und somit es noch einfacher ausdrücken zu können. Und dann im vierten Punkt, Aufnahme, da versuchst du dann eben die Informationen, die du in der Zusammenfassung geschrieben hast und auch so, wie du sie da jetzt beim zweiten Mal noch besser dargestellt hast, die dann aufzunehmen. Und damit meine ich, sie zu lernen, sondern sie sprachtechnisch aufzunehmen. Das bedeutet, dass du das dann wieder als Audio recordest und dir dann diese neue Audio, die noch besser, noch effizienter, noch strukturierter ist, dir die immer wieder anzuhören. Und so wirst du quasi immer, immer besser und wirst es wirklich sehr, sehr geil rocken. Fünftens, plane nicht zu viel. Das ist mir, ich habe es eigentlich schon gesagt, das ist mir so unfassbar wichtig. Weil klar, für mich wäre es jetzt das Allereinfachste, mich hier hinzusetzen und sagen, ha, mach dir einen Lernplan. Und dann machst du einfach einen Lernplan für alle Fächer, boom, und dann solltest du ja eigentlich theoretisch die Prüfungsphase komplett rocken. Klar, in der Theorie schon. Das wäre eine coole Sache, die ich sagen könnte, aber ich will ja nicht Dinge sagen, die sich für mich cool anfühlen und wo ich denke, hey, das ist ja eigentlich voll smart, sondern ich will Dinge sagen, die euch wirklich weiterbringen. Und deswegen, orientiert euch an der AA-Methode, wird euch sehr, sehr viel bringen, strukturiert das so für jedes Fach, wie es für euch sinnvoll ist, konkretisiert das auch, dass ihr nicht nur sagt, oh, ich mache es ungefähr so, sondern versucht es wirklich zu konkretisieren, aber, macht euch einen konkreten Plan, welche Aufgabe lerne ich, wann, wie, wo. Macht das nur für den Anfang, für den ersten Tag, für die ersten zwei, drei Tage. Weil danach, es wird sowieso anders sein. Es wird eh anders sein. Deswegen, macht einen konkreten Plan, wie du reinstartest, aber dann, achte auch auf dein Gefühl. Was brauchst du gerade? Du wirst beispielsweise irgendwann, wenn du die AA-Methode mehrere Male hintereinander gemacht hast, wirst du merken, der dritte Schritt ist Komprimieren mit der Zusammenfassung. Fällt irgendwann komplett raus, weil du hast deine Zusammenfassung, da gibt es nicht mehr weiterzuarbeiten. Genauso der vierte Schritt, du hast dann irgendwann deine Audio, die perfekt passt. Das bedeutet, dann geht es eigentlich nur noch darum, die Information möglichst viel abzurufen und vor allem bei den wissensbasierten Fächern
immer mal wieder zu anzuschauen und dann immer wieder abzurufen. Und die anderen zwei Schritte fallen komplett raus. Deswegen achte immer darauf, hey, was brauche ich denn gerade? Was brauche ich denn gerade? Weil ich meine, ich sage gerade das möglichst zusammengefassteste, was für jeden Oberstufenschüler in Deutschland am besten ist. Ja, so zusammengefasst. Aber was für dich individuell am besten ist, wird sich immer noch mal in ein paar Nuancen unterscheiden. Deswegen in dem Sinne, glaubt an dich. Super, super wichtig. Ich tue es nämlich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.